Das, was ich von dir weiß, ist, du bist Gymnasiallehrerin, hast also insofern auch in der Schule immer wieder mit Hochbegabten zu tun, aber du bist auch persönlich betroffen, weil du zwei hochbegabte Kinder hast. Das heißt, du kennst es von beiden Seiten und ich weiß, dass das nicht ohne ist. Hochbegabt ist nicht unbedingt ein, jetzt sagen wir mal, im alltäglichen Leben ein Segen, sondern es führt zu einer ganzen Reihe von Problemen, sowohl im privaten Umfeld wie auch im schulischen Umfeld. Schule ist eigentlich nicht auf hochbegabt vorgesehen. Wir tun jetzt schon mehr, auch eben mit der Inklusion, aber das wird, glaube ich, alles noch als zu einfach betrachtet. Und damit beschäftigst du dich ja schon eine Zeit. Und vor allen Dingen das, was ich sehr dankenswert finde, ist, du coachst die jungen Menschen und die Eltern. Denn ich glaube, beide brauchen das dringend. Ja. Und dann bist du noch Mitglied, sehe ich hier, im Talent Support Network, was ja auch eine wichtige Vereinigung ist. Und ich freue mich, dass du mitmachst bei unserem Jugend-Online-Event und ich bin auch sehr gespannt dazu, was du uns sagen wirst. Ja, herzlichen Dank, Und damit lieber möchte ich Peter. gerne an dich Auch vielen Dank, abgeben. dass ich hier die Möglichkeit habe zu sprechen und auch über das Thema Berufsorientierung für Hochbegabte nochmal zu sprechen. Hochbegabte werden häufig ja nicht immer so wahrgenommen, auch im Rahmen der Inklusion nicht unbedingt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, das heute hier darstellen zu können. Noch eine kurze Anmerkung, ich bin schon seit vielen Jahren nicht mehr im Schuldienst tätig, sondern mache meine Arbeit sozusagen freiberuflich und hauptberuflich. Worum soll es gehen? Ich habe also einen Dreiklang entwickelt, wie die berufliche Beratung bei mir abläuft und was ich den Jugendlichen und Eltern auch immer rate. Das erste ist, sich selber kennenzulernen. Das zweite ist, zu gucken, wie sind die Angebote draußen in der Welt und sich dann auszuprobieren und zu orientieren. Und das Ganze möchte ich dann abschließen mit einem Fazit und mit einem Angebot für ein kostenloses E-Book, das sich da an mich wendet. Da möchte ich dann auch gerne eure Fragen aufnehmen. Fragen zum Verständnis gerne zwischendurch. Ansonsten versuche ich meine Präsentation relativ straff und knapp zu halten und denke, dass wir dann hinterher gut diskutieren können. So, jetzt muss ich mich hier auch nochmal gerade orientieren. So, dann muss das jetzt weitergehen. Bei der Berufsorientierung und auch überhaupt bei der Beratung von Eltern von Hochbegabten, bei Lehrerfortbildung, aber auch bei Coaching von Jugendlichen arbeite ich gerne mit dem Fit-Konzept von Remo Lago. Das ist nicht speziell jetzt für hochbegabte Menschen entwickelt worden, wird aber mittlerweile auch von anderen im Bereich der Hochbegabten Pädagogik genutzt. Und zwar ist es eben so, dass wenn alles gut geht, sollen Kind und Umwelt zusammenpassen, wie sozusagen die Finger einer Hand. Das kann man auch ganz gut hier auf dem Bild erkennen. Und was benötigt jeder Einzelne? Und ich spreche jetzt hier hauptsächlich von Jugendlichen, damit das so passt. Und wir werden sehen, dass das individuell sehr verschieden sein kann. Das ist meistens eine Frage des Alters, aber auch Jugendliche der gleichen Altersstufe können da sehr unterschiedlich sein, selbst innerhalb einer Familie. Und hier sind mal die Bereiche für drei verschiedene Jugendliche innerhalb einer Familie aufgezeichnet worden. Also das heißt, die haben familiär so ein ähnliches Umfeld. Und Lago unterscheidet so drei Bereiche, die zum Wohlbefinden und positiven Selbstwertgefühl zusammen
spielen. Einmal das Thema Geborgenheit. Das ist so das, was man kennt, so aus dem häuslichen Umfeld, die Berücksichtigung der physischen und psychischen Bedürfnisse einer Person. Das zweite, Zuwendung und soziale Anerkennung, ebenso der soziale Kontakt. Und das dritte Feld, Entwicklung und Leistung. Und starten wir gleich mal mit Peter. Peter ist aus der Literatur von Lago 16 Jahre alt. Und wir sehen, dass der Bereich Geborgenheit bei Peter einen relativ geringen Anteil hat an seinem Wohlbefinden. Und Peter war auch schon als jüngeres Kind relativ unabhängig von der Familie und hat auch schon früh bei Freunden übernachtet. Das heißt, dieser Bereich war bei ihm immer relativ gering ausgeprägt. Und dann sehen wir, dass der Bereich Entwicklung und Leistung zum Beispiel in der Schule bei ihm eine große Rolle spielt, aber ungefähr mit gleichem Anteil auch das Thema Zuwendung und soziale Anerkennung. Und Peter ist aktiv im Bereich der Pfadfinder, ist schon lange dabei, leitet selber eine Gruppe, leitet jüngere Pfadfinder eben auch an. Und diese drei Komponenten zusammen sind für Peters Wohlbefinden wichtig, eben mit unterschiedlichen Anteilen. Seine Schwester Katrin ist 14 und da sehen wir eine ganz andere Verteilung. Das Thema Geborgenheit ist bei Katrin deutlich größer als bei ihrem Bruder Peter. Das Thema Entwicklung und Leistung ist zumindest zur Zeit bei Katrin sehr gering ausgeprägt. Also vor allem das schulische Lernen und den Hauptanteil für ihr soziales oder für ihr Wohlbefinden macht die Zuwendung und soziale Anerkennung. Und sie ist da ganz aktiv, hat viele Freundinnen, trifft sich mit denen ständig, telefoniert. Und Schule hat für sie insofern eine große Bedeutung, als sie da auch ihre Freundin trifft. Und dann haben wir noch Jean als Nesthäkchen, der ist 11 und der entspricht so ein bisschen dem Bild, das man sich klassischerweise von so einem Hochbegabten macht. Also für ihn ist auch die Geborgenheit, die Familie nicht so ganz unwichtig. Am wichtigsten ist ihm das Thema Entwicklung und Leistung. Ihm sind schulische Leistungen wichtig, aber er beschäftigt sich auch in der Freizeit mit seinen Ideen und Themen, vor allen Dingen im Bereich Computer und so Sachunterrichtsthemen. Da hält er auch freiwillig Referate, da beschäftigt er sich intensiv mit und er hat einen Freund. Also Zuwendung und soziale Anerkennung spielt bei ihm halt nicht so eine große Rolle, hat halt einen Freund und mit dem er dann hauptsächlich am Computer arbeitet. Also gleiche Familie und eine recht unterschiedliche Verteilung der Komponenten zum Wohlbefinden. Und das ist so, dass in meinem Ansatz zur Berufsorientierung der erste Punkt, sich selber kennenzulernen, wie ticke ich eigentlich, zu gucken, wie schätze ich mich eigentlich selber ein. Ups, mal gucken, ob da. Nee, dann gehe ich nochmal zurück. Und da gibt es eine schöne Möglichkeit, wie man das herausfinden kann mit einem Tool. Das ist der sogenannte Profilpass, der Profilpass für junge Menschen. Hier fehlt jetzt die Abbildung vom Profilpass. Aber wenn ihr auf diesen Link hier klickt, kriegt ihr auch nähere Informationen. Der ist so in der Papierversion so rot. Gibt es aber eben auch als kostenlose Online-Version. Profilpassberatung funktioniert immer zusammen mit einem Berater. Also der Profilpass an sich ist das eine Instrument, das zweite ist sozusagen der Berater, der einen da durchführt. Und mit dem kann man eben systematisch auch die eigenen Stärken, Eigenschaften und Fähigkeiten entwickeln. Und da wird auch viel Wert drauf gelegt, auf Fähigkeiten, die man zum Beispiel auch in der Freizeit, in der Familie, im Verein oder als Autodidakt erworben hat. Also da geht es nicht nur um das schulische Lernen. Das war so der Bereich sich selbst kennenlernen. Jetzt kommen wir zu dem Bereich Angebote der Umwelt kennenlernen. Und ihr werdet merken im Rahmen hier auch meines Vortrages, dass eben die schulische Bildung für mich ein Teil ist, aber dass es eben auch noch andere Orte des Lernens gibt. Fangen wir mal an mit der Schule. Schule gehört eben zur formalen Bildung und formale Bildung findet in institutionalisierten Einrichtungen unseres Bildungssystems statt. Neben der Schule sind da zum Beispiel auch noch die geregelte Ausbildung
und Hochschulen zu nennen. Dann gibt es den Bereich der nonformalen Bildung außerhalb dieser klassischen Bildungsinstitutionen. Nichtsdestotrotz ist die Bildung da auch didaktisiert, das heißt aufbereitet. Das kann zum Beispiel ein Volkshochschulkurs sein, das kann das Training im Fußball sein, wo sich der Trainer eben überlegt, wie er die Jungs und die Mädchen fit macht. Oder das kann eben auch ein Kunstkurs sein. Und der dritte Bereich ist die informelle Bildung, die überall stattfinden kann. Das Hauptkriterium ist, dass das Lernen ohne Absicht ist, ohne Planung. Und gerade die beiden Bereiche, nonformale Bildung und informelle Bildung, sind aus meiner Sicht für eine Berufswelt der Zukunft eben auch ganz, ganz wichtig. Das war ja auch in dem Vortrag von Anja Wagner heute Morgen gut zu sehen und zu hören. Ich will noch mal kurz eingehen auf die Angebote der Umwelt der formalen Bildung. Hier sieht man ein sehr umfangreiches unser Bildungssystem. Das ist in Deutschland ja doch ziemlich umfangreich und vor allen Dingen auch gegliedert. Wir haben eben in der Sekundarstufe 1 nach der Grundschule schon die Aufgliederung in verschiedene Schultypen, Hauptschule, Realschule, Gymnasium und verschiedene Mischtypen, je nach Bundesland. Und dann haben wir eben auch einen ganz starken berufsbildenden Bereich und wir haben den Hochschulbereich und auch da unterscheiden sich die, auch da gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich will da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, sondern da macht es eben Sinn, wenn man sich selber kennengelernt hat, zu gucken, welche Aspekte könnten denn dafür mich spannend sein. Und das, was vielleicht jetzt viele Eltern, aber auch Jugendliche interessiert, ist zum Beispiel die Angebote, wie es jetzt nach der Schule weitergehen kann. Und ich habe jetzt einfach da mal formal ein paar Sachen aufgeführt. Gerade im Bereich Orientierung bietet sich eben auch so ein Überbrückungsjahr an oder auf Englisch Gap Year. Und da gibt es ganz viele verschiedene, aus meiner Sicht tolle Möglichkeiten, verschiedene Freiwilligendienste im In- und Ausland. Ein Auslandsstudium für ein, zwei Semester, Au-pair, Work and Travel, Praktika, ein Technikum, das ist so eine Möglichkeit, ja, schon reinzuschnuppern, manchmal ein bisschen in die Arbeit von Universitäten für ein halbes Jahr und aber auch in berufliche Bereiche reinzuschnuppern. Es gibt die Bundeswehr, man kann jobben und man kann diese Sachen natürlich auch kombinieren. In verschiedener Weise. Und da gibt es eben Angebote, die sich manchmal auch schon an spezielle Themen mehr richten. Es gibt das Freiwillige Soziale Jahr der Kultur, der Politik, es gibt das Freiwillige Ökologische Jahr. Also da kann man sich schon manchmal auch ganz gut ein bisschen nach seinen Interessen ausprobieren. Als Hinweis auf den dritten Teil des Vorgehens, wie ich es empfehle. Man kann eine schulische Ausbildung machen, an der Berufsfachschule, zum Beispiel diverse Assistenzberufe, kann man in 2 Jahren an einer Berufsfachschule erlernen. Dann klassischerweise die duale Ausbildung in einem Betrieb und Berufsschule. Dann gibt es verschiedene Beamtenausbildungen, technische und nicht-technische Laufbahnen, manchmal auch mit einem Studium kombiniert. Und dann gibt es die große Welt des Studiums mit unterschiedlichsten Studiengängen und unterschiedlichen Institutionen, die dafür zuständig sind. Dass bei diesen ganzen Vielfalt es manchmal schwerfällt, sich zu entscheiden und den Überblick zu behalten, finde ich eher ganz verständlich. Und ich wollte noch auf ein paar Besonderheiten hinweisen, nur mal ein Stichwort. Wen das interessiert, der kann dann da noch mal genauer nachschauen oder sich auch gerne an mich wenden. Ich hatte vorhin die duale Berufsausbildung erwähnt, wo man eben einen Beruf erlernt in einem Betrieb und dann ab und zu in die Hochschule geht. Das gibt es auch als duales Studium. Da wird ein Hochschulstudium kombiniert mit einer dualen Berufsausbildung. Oder manchmal auch nur, dass man an einer Hochschule studiert und mit einer Praxisausbildung in einem Betrieb. Und normalerweise verdient man dann schon während des Studiums. Die Bewerbungen dafür laufen normalerweise mindestens ein Jahr vor Ende des der Schullaufbahn, also bevor man das Abitur erhält. Dann gibt es sogar etwas, das nennt sich triales Studium. Das kenne ich bisher vom Handwerk her. Und zwar macht man eine duale Berufsausbildung, man macht ein Hochschulstudium, also sozusagen wie ein duales Studium.
Und zusätzlich erwirbt man noch einen Meisterbrief im Ausbildungsberuf. Wo wir schon bei Trial sind, bei Bi und Tri. Es gibt auch Studiengänge, die in verschiedenen Ländern oder in verschiedenen Sprachen ablaufen. Deswegen zum Beispiel ein Bi- oder Trinationales Studium. Ein binationales Studium ist mit einem Studium in mindestens zwei verschiedenen Ländern, normalerweise eben mit zwei anerkannten Abschlüssen, meinetwegen ein Bachelor in Deutschland und ein Bachelor in Frankreich. Oder es gibt es sogar eben als trinationales Studium in drei verschiedenen Ländern. Dazu habe ich einfach mal einen Link eingefügt, den man halt auch folgen kann. Und wer möchte, den stelle ich auch gerne in meine Präsentation zur Verfügung. Mich einfach hinterher per E-Mail kontaktieren. Das sind nochmal ein paar Highlights, die eben nicht jeder kennt. Das sind manchmal so Angebote, die insbesondere für Hochbegabte mit verschiedenen Interessen und Talenten nochmal besonders interessant sind. Und es gibt eben auch Möglichkeiten sozusagen bilingualer Studiengänge, wo dann das Studium auch in zwei verschiedenen Sprachen durchgeführt wird. Ganz häufig mittlerweile Deutsch in Kombination mit Englisch. So, die Angebote der Umwelt, was fordert dann auch die Umwelt? Das ist sehr unterschiedlich, je nach Branche. Manche sind eher sehr traditionell aufgestellt, sodass dann da bestimmte Schulabschlüsse und Notendurchschnitte noch wichtig sind. Von dem, was Anja Wagner heute Vormittag vorgestellt hat, gibt es eben auch Branchen, da mischt sich das oder da läuft es irgendwie auch ganz anders. Manchmal werden eben auch bestimmte Fremdsprachen oder Computerkenntnisse erwartet. Manchmal bei manchen Studiengängen auch bestimmte Praktika. Für bestimmte Studiengänge muss man Eignungsprüfungen durchlaufen, zum Beispiel im künstlerisch-gestalterischen Bereich, im musischen oder im sportlichen. Für bestimmte duale Ausbildungsberufe muss man Eignungstests machen. Manchmal muss man Motivationsschreiben schreiben oder das klassische Anschreiben. Und wenn man dann weiter im Bewerbungsprozess kommt, werden nochmal Auswahlgespräche geführt. So, und das sind so die Anforderungen sozusagen von außen. Und dann könnte man eben gucken, ich habe vielleicht schon gewisse Ideen als Jugendlicher, wo will ich denn eigentlich hin? Und ich habe hier einfach mal verschiedenste Sachen aufgeführt im Bereich formale Bildung, also in der Schule, wo ihr euch da auch schon mal ausprobieren könnt. Und dann habe ich auch besondere Schulen nochmal oder besondere Angebote aufgeführt, wie im Bereich Fremdsprachen, ABIBAC, das ist ein deutsch-französisches Abitur. Oder an internationalen Schulen kann man meistens englischsprachig das International Baccalaureate erwerben. Es gibt Europaschulen, Certilingua-Schulen. Also könnt ihr gerne nochmal alles googeln, um zu schauen, ob da für euch was Interessantes dabei ist. Im MINT-Bereich. Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, die MINT-EC-Schulen und im Bereich Musik, Kunst, Kultur, Sport, vor allen Dingen Sport, die Elite-Schulen des Sports und die Partnerschulen des Leistungssports. Aber manchmal bieten Schulen eben auch solche Sachen an wie Streitschlichter, Schulsanitätsdienst, Schülerfirma, soziale Projekte. Das können alles schon mal spannende Sachen sein, um rauszufinden, ob, ja, weitere Kontakte zu bekommen und wie man tickt und was man gerne machen möchte. Und dann, und das ist da mein Faible, probiert euch aus, engagiert euch, orientiert euch vor allen Dingen eben in der Freizeit. Für Leute, die total scharf auf Mathe sind, geht mal in Quod Erat Demonstrandum, QED, wo sich eben andere Mathe-Begeisterte treffen. Nutzt weitere MINT-Angebote, da wird mittlerweile viel angeboten. Für Fremdsprachen bietet sich immer Reisen und Sprachkurse an. Wer mehr literarisch interessiert ist, schaut mal in Schreibwerkstätten. Im Bereich Musik, Kunst, Kultur, Sport gibt es auch viel. Eins möchte ich mal kurz hervorheben, Musikmentor, da könnt ihr zumindest in Niedersachsen normalerweise immer im Herbst in verschiedenen Bereichen auch pädagogische Fähigkeiten schon erwerben, um auch und eine Ausbildung machen. Also neben der Schule natürlich.
um in Chören und Orchestern zu unterstützen und nutzt das Engagement, euch in Jugendorganisationen einzufinden, Jugendleiterkarte zu machen. Das sind alles wertvolle Erfahrungen, um sich selber auszuprobieren und zu gucken, was man halt gut kann und worauf man Lust hat. Und dann gibt es eben speziell nochmal für Hochbegabte diese übergreifenden Sachen, wie Deutsche Junior Akademie. Das empfehle ich auch immer sehr für insbesondere, also die finden für den Sekundarstufen 1 Bereich statt. Deutsche Schüler Akademie, bewerbt euch dafür. Sobald ihr in die gymnasiale Oberstufe eintretet, da kann man leider auch nur einmal dran teilnehmen. Überlegt, ob ihr ein Juniorstudium an der Uni macht, falls ihr ja, es in der Nähe eures Wohnorts nichts gibt. Die Uni Rostock bietet auch ein Online-Juniorstudium an, also auch da kann man tolle Sachen machen. Nutzt verschiedene Wettbewerbe. Und wenn ihr mehr berufsorientiert was machen wollt, nutzt mal in den Ferien macht ein freiwilliges Schülerpraktikum. Viele Firmen bieten Orientierungsangebote an, ein-, zwei-, dreitägig, ebenso Hochschulen, es gibt Jobmessen. Also zieht los, guckt ja, einfach, was euch interessieren könnte. Und dann sammelt durchaus hoffentlich gibt es da dann auch irgendwelche Zertifikate oder Bescheinigungen drüber, sammelt die ruhig, dann könnt ihr die zum Beispiel bei einer Bewerbung auch mit angeben. Was ist der Vorteil dieses Ansatzes? Es geht um individuell passende Bildungswege. Peter hatte schon gesagt, dass unser Schulsystem nicht unbedingt immer kompatibel ist mit Hochbegabten. Das würde ich genauso sehen. Hier habt ihr die Möglichkeit, ein bisschen euren Bildungsweg selber mit zu gestalten. Bezieht alle drei Lernorte mit ein. Also wie gesagt, Schule ist nicht alles. Bei diesem Vorgehen steht euer persönliches Wohlbefinden im Vordergrund. Das ist auch nicht immer bei allen Hochbegabten gegeben. Wenn ihr gerade ungewöhnliche Sachen machen wollt, dann könnt ihr durch diese Aktivitäten schon Kontakte mit Akteuren in den verschiedenen Domänen aufbauen und ihr könnt Netzwerke bilden und ihr erfahrt auch schon so ein bisschen, wie die jeweilige Branche tickt und ob das was für euch sein könnte oder eben nicht. Ihr könnt schon außerschulische Qualifikationen erwerben und euch umfänglich ausprobieren. Und das hat manchmal auch sogar positive Rückkopplung wieder auf die Schule. Wenn Lehrer das mitbekommen, nehmen sie euch manchmal positiver wahr. Für manche Dinge sind Nachweise über bestimmte Aktivitäten wichtig zur Zulassung für bestimmte Formen der Begabungsförderung im schulischen, außerschulischen Bereich. Für Stipendien reichen normalerweise nicht gute Noten alleine aus, sondern es wird auch ein gesellschaftliches Engagement erwartet. Wenn man damit direkt startet, wenn man sich bewirbt, ist das meistens nicht ausreichend. Für Bewerbungen sind häufig auch so Freizeitkurse dann positiv angesehen. Manchmal wirkt sich sowas auch positiv auf eine Studienzulassung aus, dass man sich manchmal eben auch so eine Durchschnittsnote, die man zum Beispiel braucht, da dann verbessert werden kann. Und last but not least, denke ich, ist es vor allen Dingen etwas für euch, dass ihr Spaß habt, dass ihr euch kennenlernt und dass ihr einfach neben Schule oder trotz Schule da schon ein tolles Leben startet und dass das hoffentlich beruflich dann und privat auch so weitergeht. Mein Angebot an euch, ich bereite ein kleines E-Book vor, Berufswege für Hochbegabte, mit diversen Arbeitsblättern, mit weitergehenden Infos und wenn jetzt noch Fragen gleich kommen, werde ich eure Fragen dann auch gerne schriftlich beantworten. Wer das gerne kostenlos haben möchte, schickt mir einfach eine Mail an k.brausewetter@web.de und dann werde ich das, sobald ich es fertig habe, gerne an euch schicken. Und wenn ihr weitere Fragen habt, hier habt ihr meine Kontaktdaten, meldet euch herzlich gerne bei mir.